Boah, ist das ein schönes Wetter. Heute ist Muttertag, ja. Die Wolken ziehen ein bisschen auf. Es sollte, glaube ich, sogar regnen. Es regnet aber nicht. Nee, haben wir abbestellt. Ja, wir sind in Tornesch in der Nähe von Hamburg. Halbe Stunde weg? Ja, genau. Circa halbe Stunde weg, ja. Ja, mein Modulheim, du bist der Jasmin. Du hast zwei Azubis mitgebracht, die das Ganze hier auch mal sonntags bewachen. Du bist aber auch schon mal da sonntags, oder? Ja, ab und zu schon, ja. Ich versuche es zu vermeiden, aber lässt sich nicht immer vermeiden. So, Baugenehmigung geht? Absolut, das geht ohne weiteres. So, was ist das für ein Modell? Das ist süß. Das ist das sogenannte Mini-Haus. Mini-Haus aufgrund der Dachhöhe. Wir haben hier nur eine 3 Meter Außenhöhe. Und ja, in dem Fall haben wir das als Wohnkonzept gestaltet. Man kann aber sicherlich auch das zu anderen Zwecken benutzen. Viele haben wir hier auch als Kunden, die sagen, die möchten das gerne als Töpferwerkstatt haben. Kann man auch machen. Büro wäre zum Beispiel möglich, das könnte man machen. Also wenn man einen Mischbetrieb hat, hier unten sieht man sehr schön, das sind die Schraubfundamente, die sind dabei? Genau, die sind also im Hauspreis nicht dabei, die sind quasi im Extraposten dabei, aber wir kümmern uns schon darum, dass sie quasi ein Haus installiert bekommen auf Schraubfundamenten mit einer entsprechenden Baugenehmigung. So, das kommt fix und fertig, das muss ich nicht aufbauen, das kommt als Schwertransport? Genau, also das wäre quasi so ein Sondertransport. Es bedarf einer Transportgenehmigung. Allerdings kümmern wir uns natürlich darum. Also Sie als Kunde sitzen quasi bequem auf Ihrem Sofa und warten, bis das rauskommt. Aha, ist das so? Ja. Gut. Das nehme ich mal so mit. So, was mir auffällt, eine riesengroße Fensterfront. Preis von dem hier, was kostet das? Also das wäre hier 35.000 Euro brutto, inklusive Mehrwertsteuer. Fix und fertig? Fix und fertig. So, 35.000. Die Veranda ist nicht dabei, oder? Nee, die Veranda wäre nicht dabei. Das ist auch frei zu gestalten. Manche möchten das, manche nicht. Wir haben das hier einfach nur als Idee quasi. So, außen, was ist da drauf auf dem Dach? Und tatsächlich pulverbeschichtetes Blech. Oben, unten, überall. Oben, unten, überall. Und man kann das aber auch farbtechnisch sicherlich selbst auswählen. Ja. So, die Tür ist dabei, Fenster dabei? Tür, Fenster dabei, alles, wie das gehört. Boden auch, alles? Boden auch dabei, genau. So, wenn ich jetzt keinen Innenausbau möchte, geht es noch ein bisschen günstiger? Ja, genau, also man könnte darüber sprechen. Ja. Je nachdem, welche Arbeit man selbst übernehmen möchte, als Kunde kann man natürlich gewisse Nachlässe gewähren. So, also da geht noch was. Ja. Das habe ich jetzt erfahren. Was mich immer wieder fasziniert, du gehst in das Haus rein, das hat nichts zu tun mit Camping oder so. Das riecht schon mal nach Holz. Es ist ein richtig schönes kleines Haus. Absolut, also wirklich so ein kleines, winziges Häuschen. Das Ganze Handarbeit in Litauen. Das heißt, ihr baut hier in Litauen. Hier links wäre dann zum Beispiel das Bad oder wo wäre hier? Ja, man könnte hier natürlich ein Bad gestalten. Das haben wir jetzt nicht zu Ende ausgebaut. Aber wird sich anbieten für ein kleines Duschbad. So, der Bestseller ist natürlich euer Haus mit 35 Quadratmetern, was hier da ist. Aber hier könnte ich mir das auch gut vorstellen, so als zusätzliches Haus, dass man sagt, also man hat ein Haus, das könnte zum Beispiel das Haus sein für die Kinder. Absolut, ja, das kann man sicherlich machen. Also im Garten als zusätzliches Haus oder wie gesagt, das eine Töpferwerkstatt, was auch immer man sonst für Ideen hat, das ist alles möglich. Wir haben hier eine Abmessung von 6 Meter Länge, 360 Breite. Und da kann man sich austoben. Fußboden ist mit drin? Fußboden ist mit dabei, korrekt. So, Fußboden ist mit drin. Dann hier vorne habt ihr das mal aufgebaut. Wichtig ist natürlich hier die Erweiterung des Raumes nach draußen. Das heißt, wenn schönes Wetter ist, hast du deine eigene Terrasse. Genau. Okay, die Tür aufmachen. Dann können wir mal direkt rausgehen. Stoßlüften. Ja. So, Dreifachverglasung? Ja, auch hier haben wir Zweifachverglasung, das ist ein Musterpark, aber natürlich die Häuser gibt es nur mit dreifacher Verglasung. Die kommen mit Dreifachverglasung? Die kommen mit Dreifachverglasung. So, ihr habt im Preis mit drin jemand, der euch hilft, also den Kunden draußen hilft, die Baugenehmigung zu erlangen. Genau, ganz wichtig, also unser Architekt quasi gehört zum Haus dazu, sprich seine Dienstleistung. Sie brauchen sich keinen weiteren Architekten zu suchen, er kümmert sich um Ihren Bauantrag. Fix und fertig, hier sieht man es. Also von der Größe her, Boden ist dabei. Boden ist dabei, richtig. Und hier in dem Fall haben wir wirklich schöne klassische weiße Wand. Aus Rehgips, sage ich mal, hinterher gespachtelt, gemalt. Bisschen mehr quasi Wohnstyle. Ja, drüben war das Ausbauhaus, hat man gesehen. Da waren die Wände aus Holz. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Das können wir uns gleich noch mal kurz angucken. So, Türen, alles dabei, fix und fertig. Fußbodenheizung? Fußbodenheizung, auch hier haben wir eine elektrische Fußbodenheizung, einzelsteuerbar über einen Thermostat. Ja, man kann aber auch hier andere Heizlösungen vorstellen und installieren auch. Ja, ganz oft wird genommen Luft. Wärmepumpe, Küche ist hier mit drin. Ich gehe mal kurz rein. Also dann noch mal ein Fenster. Und ja, das ist hier auch nur angedeutet. Ja.
Also, ja. Herz mal reingemacht. Letztendlich entscheidet ja der Kunde, was er nimmt. Ja, Topseller, das 35 Quadratmeter, das können wir uns ja nochmal angucken, wie das hier ist. Und hier sieht man so ein paar Bilder jetzt aus dem Werk. Ja, genau, das ist bei uns im Werk. Fleißig, die Jungs am Arbeiten. Schreiner sind das. Richtig, genau. So Handarbeit. Alles Handarbeit. So, hier vorne sieht man auch so ein bisschen die Dämmung, die mit drin ist. Also alles ist nach Stand der Technik produziert. So sieht's aus. Also wir produzieren zwar in Litauen, aber nach dem deutschen Standard. So, ich brauche mich um nichts zu kümmern. Die Rechnung kommt aus Deutschland? Richtig, genau. Wir als Alba Alliance aus Tornisch stellen die Rechnung, liefern und haben natürlich auch jegliche Gewährleistungspflichten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich kaufe nicht im Ausland, oder? Nein. Ich kriege sogar eine Bürgschaft auf Wunsch. Sie kriegen auch eine Bürgschaft. Wir arbeiten dann mit der Firma Allianz Trade, sind dort versicherbar bis 1,5 Millionen Euro. Das heißt, jeder Kunde kann sorglos bei uns die Anzahlung tätigen. So, Lieferzeit. Jetzt ist das Thema Schwertransport ja verbunden. Der muss ja koordiniert werden. Das könnte noch ein bisschen dauern. Bauantrag dauert auch ein bisschen. Aber ihr könnt das während der Zeit schon bauen, das Haus. Könnten wir, empfehlen wir allerdings nicht. Also wir sagen zu seinen Kunden, ab dem Moment, wo die Baugenehmigung da ist, starten wir. Da musste der Kunde circa 12 Wochen warten, bis wir das Haus gebaut haben. Und dann haben wir 1 bis 2 Wochen oben drauf für die Transportabwicklung, damit das Ganze entsprechend koordiniert wird. Okay, das heißt also, erst kommt Abschluss, dann kommt der Bauantrag, kriege ich keine Baugenehmigung, muss ich nicht kaufen, oder? Ja, genau. Wenn man die Baugenehmigung nicht bekommt, dann hat man natürlich Pech gehabt irgendwo, ja, aber man muss das Haus nicht kaufen. So, Tiny House sagen die Leute oft, ich kriege keine Baugenehmigung, die Ämter wollen das nicht. Eure Erfahrung ist ganz anders. Ganz anders. Also wir haben also eigentlich keinen einzigen Fall, zumindest bisher, wo das abgesagt wurde oder abgelehnt wurde. Okay, also es kann sein, dass die Neigung vom Dach mal anders definiert ist. Die Farben, die könnt ihr anpassen außen? Genau, die Farben kann man anpassen außen, Dachneigung. Absolut, aber sogar auch die Dachneigung, wenn das dann erforderlich ist. Okay, also all das könnt ihr anpassen. Kann das wegfliegen, das Haus, oder hat das entsprechend Gewicht? Ja, also Flügel hat es ja nicht. Ja, Flügel hat es nicht, aber wenn jetzt Sturm kommt, Leute haben oft Angst, dass sie sagen, hier so ein Tiny House, das ist auf einmal weg und dann finde ich es in der Nordsee. Nee, das ist, steht schon stabil und fest. Das wiegt wahrscheinlich ein bisschen was, oder? Also so ein Modul wiegt ca. 3,2 bis 3,5 Tonnen ja, und ist natürlich fest verschraubt in den Schraubfundamenten. Daher also, kann es sicherlich Winde und gewisse Windstärken ab. Ein Orkan wird es wahrscheinlich nicht überstehen, aber gut. Ne? Hat man ja eher nicht so oft in Deutschland. Genau, das mache ich auch. So, du bist mir jetzt ehrlich. Ja, man muss auch ein sein. So, da oben ist eine PV aus oben drauf, sehe ich jetzt mal gerade. Jetzt habt ihr hier noch eine Besonderheit. Hier das nächste Modell machen wir gleich. Da ist jetzt ein Whirlpool. Was ist dabei? Ja, genau. Also wir haben das hier als kleine Wellness-Oase gestaltet. Die Modulgröße ist identisch wie das, was wir gerade gesehen haben. 6 Meter Länge mal 3,60 Breite. Allerdings haben wir hier etwas höhere Innenhöhe als bei dem Modell zuvor. Okay, das heißt, die Dachneigung ist etwas steiler? Ne? Genau, wir sind hier bei 35 Grad Dachneigung. So, wenn ich das sehen möchte, Tornisch, wo liegt das? Circa 25 Kilometer nordwestlich von Hamburg. So, ihr sprecht Dänisch? Dänisch leider nicht. Ich kann mir vorstellen, ihr seid ja wirklich hier in der Nähe von Dänemark. Also, dass der eine oder andere Däne sich mal hierhin verirrt, ist schon vorgekommen? Natürlich, aber die haben auch oftmals Englisch gesprochen mit uns. Oder auch natürlich fließend Deutsch, wie wir das noch natürlich von unserem Nachbarland kennen. Viele, viele Dänen sprechen noch Deutsch. Du sprichst irgendwie, ich glaube, du sprichst 6 Sprachen. Spanisch unter anderem? Ja, ja, genau. Aber Dänisch nicht, ne? Ah, ist nicht so schlimm. Muss man noch lernen. So, Tornisch, da sind wir. So, und damit ihr auch wisst, wo ihr hinfahren müsst in Tornisch. Das Ganze heißt meinmodulheim, ich zeig's mal gerade.de. Und Unterstützung kriegt ihr auch beim Bauen und so weiter. Ihr kriegt das Ganze auch als Ausbauvariante, habt ihr schon gehört. Wird es nochmal ein kleines bisschen günstiger. Also wenn ihr das fix und fertig bekommt. Was ihr nicht bekommt, sind Bausätze. Das heißt, also hier das Haus wird immer fix und fertig geliefert. Das kann man nicht als Bausatz liefern. Leider nicht, ja. Also aber was heißt leider nicht? Vielleicht zum Glück auch nicht, ne? Weil der Kunde bekommt das fertig. Ja, muss nur Kleinigkeiten, wenn er das möchte, Kleinigkeiten dran machen. Und dann hat er schon bezugsfertig, ja. Die Gewährleistung, wie lange ist das? 5 Jahre. 5 Jahre? Okay, so, das gucken wir uns jetzt an. Aber vorher werfen wir mal einen ganz kleinen Blick da rein. Das ist ein Kinderhaus, oder? Genau, so ein Kinderhaus ist eher unser Muster für unsere Kunden, damit sie das sehen in der Mini-Version. Könnte auch natürlich für einen Hund toll sein, oder? Natürlich, also für einen kleinen Dackel wäre das schön. So, ich guck mal gerade, das haben sie gebaut. Hier könnten die Kinder spielen. Da ist sogar eine Puppenküche mit drin. Genau. Das ist super goldig, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Wir Erwachsene gehen auch ab und zu rein, wenn wir 2, 3 kurze getrunken haben. Das ist schon lustig. So, wenn wir 2, 3 kurze getrunken haben, dann gehen wir da mal rein.
Da ist dann wahrscheinlich die Matratze drin und die Kinder kriegen morgens einen Schreck. Ja, genau. So. Genau so wird es sein. Also ein kleines Haus. Also das heißt, ihr könntet sowas auch bauen in jeglicher Größe, wie ich das jetzt so mitkriege. Das heißt, wenn der Kunde kommt und sagt, ich hätte das gerne mal als Gag ein bisschen kleiner, dann würdet ihr es... Ja, so ist das letztendlich auch hier gedacht. Ja, es kommen zwar viele Kinder spielen sozusagen, ja, aber das ist wirklich als Gag gedacht. Ja, man kann es noch kleiner bauen oder halt eben in dieser Größe. Sehr schön. Ja, da sind wir. Und die Adresse könnt ihr ganz leicht finden. Ihr googelt einfach mein Modulheim und das Ganze in Tornesch, wie man spricht, in der Nähe von Hamburg. Ja, euch vielen Dank. Ihr seid hier sonntags anzutreffen. Da ist schon viel los, wenn nicht gerade Muttertag ist, oder? Ja, auf jeden Fall. So, euch beiden erstmal vielen Dank. Jetzt habt ihr nicht so viel gemacht, muss ich sagen, als Größenvergleich. Ihr habt zum Beispiel hier geholfen beim Tiny House, damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wie groß das Ganze ist. Das sind richtige ausgewachsene Häuser, das ist kein Spielzeug, oder? Genau, das ist eher das sogenannte Clamping, was man das in modernen bezeichnet, aber das ist schon moderner. Ja, es gibt Leute, die das als Hauptwohnsitz auch verwenden, oder? Genau. So. Also, Riesenanspruch. Und auch ein Riesenansturm in Tornesch. Und ja, süßes kleines Häuschen. Guck mal hier, die Küche. Tschüss.